Guten Morgen, Freunde. Morgen, Maxi. Ja, der Maxi hat mich gebeten, ein kurzes Video zu machen, was man machen soll, wenn man das Fahrrad neu bekommt. Ja, also er hat das jetzt wohl geschenkt bekommen oder von seinem Papa gekauft bekommen. Ich möchte halt wissen, was er zu tun hat. Also am Anfang geht es um die Erstkonfiguration, Maxi. Und zwar gibt es da ein Video bei YouTube von Fischer selbst. Also ich werde den Link bei der Beschreibung mit reinstellen. Dann kann man sehen, wie man das erst konfiguriert. Da geht es darum, dass man die Reifengröße angibt und die Voltzahl und die Amperezahl von dem Akku. Bei mir war es schon konfiguriert, also bei dir wird es wahrscheinlich auch schon so sein. Aber trotzdem stelle ich einen Link mit rein. So, zweiter Punkt ist... was es bei dem Fahrrad wichtig ist, ist tatsächlich die ganzen Imbusschrauben. Wir haben da vorne eine. Hier haben wir Imbusschrauben. Da ist eine oder zwei, die sind ganz wichtig. Also alle Imbusschrauben müssen fest nachgezogen werden. Was mir passiert ist, ich habe es nicht fest nachgezogen. Ich habe es nur eben mal schnell gemacht. Ja, und dann schnell in den Wald ausprobieren. Ja, und dann ist das Lenkrad einmal, zack, hat sich gedreht, also das war nicht so schön. Ist zum Glück nichts passiert, aber die Situation war halt nicht schön. Und dann bin ich ganz vorsichtig damit nach Hause gefahren und habe das Ganze erstmal richtig festgezogen. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man das macht, damit es da keine Überraschungen gibt. So, nächster Punkt ist, ja, ich glaube, die Pedalen, die müssen eingedreht werden. Ne? Das ist aber, glaube ich, kein Problem. Ich meine, da bräuchte man 17er oder 19er Maulschlüssel, irgendwie sowas, glaube ich, 17er. Und dann wird das, glaube ich, gegen den Uhrzeigersinn reingedreht, damit sie sich auch nicht rausdrehen kann. Aber das ist kein Problem. Das kriegt, glaube ich, auch jeder hin. Ja, nächster Punkt sind die Bremsen. Ich gehe mal an die Vorderbremse. Und zwar mit hier vorne und hier Einstellschrauben. Ja? Das heißt, man muss einmal die Bremse festziehen, also festdrücken, die Schrauben, beide Schrauben erstmal losmachen. Ah, da unten auch. Genau. Hier, da unten und da. Alle Schrauben einmal losmachen, Bremsen festdrücken und die Schrauben wieder festmachen. Es geht darum, dass die Schrauben, also dass die Bremse richtig ausgerichtet ist, sonst schleift es die ganze Zeit. Und das ist natürlich, sind Reibungsverluste und das ist auch natürlich Verschleiß von der Bremse, was nicht so gut ist. Also das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, den man unbedingt am Anfang machen sollte, weil sonst ja, ist das Ganze nicht so schön, die Reichweite ist dann nicht ganz so weit, wie es sein könnte und so weiter. Steht aber sogar bei Fischer in der Beschreibung mit drin, dass man das machen sollte, schon allein wegen der Reichweite. So, was ist der nächste Punkt? Ja, der letzte, oder das ist ja schon eigentlich der letzte Punkt. Und zwar geht es dabei darum, dass man, das Fahrrad ist ja nicht straßenverkehrstauglich. Ja, also ich habe jetzt schon Schutzbleche angebracht, Reflektoren habe ich angebracht, wie man sehen kann. Ich glaube, man muss noch hinten und vorne auch noch Reflektoren anbringen, plus Lampen. Das ist alles nicht dran. Das wäre natürlich dabei wichtig. Weil ich denke mal, in Straßenverkehr müsste auch zwischendurch mitfahren. Und das sollte man dann doch schon machen. Das wäre wichtig. Ja, und der letzte... Ja, genau, jetzt kommt der letzte Punkt. Der letzte Punkt ist tatsächlich, was ich persönlich für wichtig halte. In etwa nach 300 Kilometern kommt das, oder kam bei mir auch, da weist aber auch Fischer mit drauf hin, dass tatsächlich bei den Pedalen das Kugellager nach 300 Kilometern in etwa nachgezogen wird. Das ist wichtig, damit das nicht ausschlägt und dann irgendwann mal mit der Zeit vielleicht sogar kaputt geht. Das solltest du definitiv machen, da musst du drauf achten. Wenn mit der Zeit hier auf einmal so Spiel reinkommt oder so ein leichtes Klackern, definitiv entweder selber nachziehen, also müsste man sich Spezialwerkzeuge holen
oder halt zum Fachmann gehen und nachziehen lassen. Ich glaube, ich habe letztes Mal dafür 25 Euro bezahlt. Der hat das aber auch sehr gut gemacht. Also seitdem habe ich auch Ruhe. Das sollte man definitiv machen. Da möchte ich auch explizit nochmal darauf hinweisen. Weil das doch für die Freude am Fahrradfahren und für die Langlebigkeit ganz wichtig ist. Das sind die Punkte, die mir dabei so aufgefallen sind oder was ich persönlich halt für wichtig halte. Wenn man das Fahrrad kauft und auch länger Freude dran haben möchte, dann sollte man die vielleicht beachten. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe jetzt etwas über 1000 Kilometer weg damit. Der Hinterreifen ist jetzt schon fast abgefahren. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt groß Vollbremsung mache oder sonst noch was, aber der verschleißt doch recht schnell. Also der Vorderreifen sieht noch viel besser aus. Der sieht noch ganz gut aus. Das kann man noch gut weiterfahren. Hinterreifen muss ich aber doch demnächst schon austauschen. Ist mir auch ganz lieb. Ich möchte einen Reifen dran machen, der tatsächlich hier durchlaufendes Profil hat, um weniger Rollwiderstand zu haben. Ja. Das waren eigentlich so die Punkte, die mir persönlich aufgefallen sind. Ansonsten, ich habe schon in ein paar anderen Videos erwähnt, mit dem Fahrrad bin ich schon sehr zufrieden. Also bisher, bis auf Kugellager nachziehen. Was habe ich denn noch gemacht? Achso, und Sattel austauschen. Ja genau, das ist ja auch noch so eine Sache. Sattel habe ich ausgetauscht, also es ist natürlich... Originalsattel sieht natürlich optisch viel besser aus. Aber da kannst du nicht drauf sitzen. Also, das hier ist jetzt, naja, ist vielleicht optisch nicht so ein toller Sattel, aber sag ich mal, für den Hintern doch einiges besser als diese dünnen Sachen, die da mitverkauft werden. Von daher, das war mir dann doch wichtig. Ja, das war's schon. Maxi, ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen, dass du tatsächlich viel Freude an deinem Fahrrad haben wirst. Auch über längeren Zeitraum. Ich denke mal, wenn dein Vater das gesponsert hat, der wird damit auch wahrscheinlich rumfahren und seinen Spaß dran haben. Also ich habe meinen Spaß dran, ich bin auch wirklich zufrieden damit. Von daher, das war's schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ein bisschen mit dem E-Bike unterwegs und habe mir darüber Gedanken gemacht, was würde ich denn Neukäufern von Fischer 1608 empfehlen? Was würde ich vielleicht anders machen oder worauf würde ich achten, wenn ich das Fahrrad gekauft habe und was halte ich für gut und für nicht so gut? Ich habe das E-Bike jetzt ja, knapp 1,5 Jahre. Was kann ich nach 1,5 Jahren sagen? Also erstaunlicherweise, trotz meiner Touren auch mal durch etwas andere Gegenden, sieht die Lackierung von Fischer E-Bike noch sehr gut aus. Also außer da an der Kette, da habe ich auch noch schon eine Schramme, kann man schon sagen, dass der Lack noch im Großen und Ganzen heile ist. Finde ich schon mal sehr positiv, also da wurde jetzt nicht irgendwelche billige Farbe genommen, sondern schon was Vernünftiges, was auch hält. Ja, was würde ich denn noch empfehlen? Also viele schreiben mich an und sagen, ja, ich habe das Fischer 1608 gekauft. Finde ich cool, finde ich echt genial, weil also ich mag das Fahrrad, das ist echt gut. Aber ich würde jeden persönlich eher zu Fischer 1614 raten. Warum? Ja, das ist dasselbe E-Bike, hat aber einen größeren Akku. Der größere Akku ist natürlich auch von Vorteil, wenn man vielleicht weitere Touren macht oder Bergtouren macht. Ich habe beide Akkus, ich habe einen Akku nachgekauft mit 10,5 Amperestunden und der hält deutlich länger, das merkt man richtig. Also von daher kann ich jeden eigentlich nur empfehlen, wenn jemand sich für das E-Bike entscheidet, dann würde ich eher das 1614 nehmen. Schon allein aus diesem Grund.
Ja, und ein Punkt, auf den ich achten würde, wenn man das Fischer Eber gekauft hat, um viel Freude dran zu haben, stell direkt die Bremsen vernünftig ein, dass da nichts schleift, dass die direkt sauber durchlaufen, weil man hat definitiv dann viel höhere Reichweite, und zieht alle Schrauben fest. Also, das ist wirklich wichtig, die ganzen Imbusschrauben, die sind lose, wenn man das E-Bike kauft. Das muss alles erstmal festgezogen werden. Wenn das geschehen ist, bin ich ganz fest von überzeugt, wenn natürlich sein Fahrrad liebt, also nicht einigermaßen pfleglich damit umgeht, dass ihr viel Freude damit haben werdet. Also ich kann jetzt nach 1,5 Jahren wirklich sagen, ich habe Freude dran, es macht mir Spaß, ich habe keine Bedenken damit rauszufahren, es hat ordentlich Reichweite, es ist durchzugsstark, ja, und auch von Kosten her, also ich habe bisher 2 Wartungen gemacht, nach knapp, naja, auf der Uhr steht 800, aber ein bisschen mehr gemacht, wahrscheinlich etwas über 1000 Kilometer. 2 Wartungen, aber irgendwo auch durch mein Verschulden, also ich musste 2x die 8 wegmachen und einmal musste ich, oder 2x das Kugellager unten nachziehen lassen, was auch Fischer E-Bike empfiehlt, also die Firma selbst. Ansonsten bin ich damit sehr zufrieden. Ja. Man kann viel Blödsinn damit machen, also das Fahrrad verzeiht viel. Der Rahmen ist wirklich sehr stabil, also gut verarbeitet, kein Quietschen, kein gar nichts, also wirklich sehr gut gemacht. Also ich denke mal, das kann auch mit höherwertigen oder teuren Rädern gut mithalten. Wenn jemand sagt, nein, kann sein, dass ich Unrecht habe, aber ich persönlich würde das schon behaupten. Ja, man ist flott damit unterwegs. Was gibt es dazu noch zu sagen? Tunen, genau. Das wollte ich auch noch erzählen. Also das ältere Modell, das ich hier habe, von 2016, das lässt sich auch noch relativ leicht tunen, indem man einfach nur den Magneten abnimmt. Ich meine, ab 2017 geht das nicht mehr. Also mich haben viele angeschrieben, dass das wohl nicht mehr funktioniert. Die Menschen aber trotzdem viel Freude damit, fahren gerne damit, selbst ungetunt, weil das Fahrrad fährt ordentlich und ist auch wirklich sehr zuverlässig. Ansonsten Bremsen, ist bisher alles noch original, musste ich bisher nichts machen. Motor alles gut, Akku alles gut. Ich habe 2, also ich denke mal, das reicht wahrscheinlich länger als mir lieb ist. Ja. Kugellager und so weiter, wie schon erwähnt. Federung funktioniert wunderbar. Also ich bin mit dem Fahrrad wirklich rundum zufrieden. Jeder, der irgendwie sich vorhat, das E-Bike anzuschaffen, wie gesagt, vielleicht besser ein paar Euros mehr ausgeben und das 1614 kaufen mit dem größeren Akku. Ansonsten wirklich sehr gelungenes Fahrrad von Fischer E-Bikes. Haben die Jungs wirklich gute Arbeit geleistet. Ich kann es auch wirklich nur jedem weiterempfehlen.